So, Leute, da sind wir auch schon wieder bei den nächsten Wochenaufgaben. Aber wir fangen natürlich an mit der legendären Aufgabe, nämlich Fange Fische. Also eine ganz simple Aufgabe, natürlich wie immer, wie sie ist für Gruppen gemacht worden. Heißt, wir können das Ganze natürlich in Gruppenkeile machen. Guckt, dass ihr immer die Gruppe auffüllt. Denn ich denke mal, dass jetzt alle anfangen zu fischen und dadurch läuft das alles automatisch. Wo mache ich das Ganze? Einfach in Craggy Cliffs landen. Dann seht ihr ja gerade, wo ich hier bin. Nämlich da, wo auch der NPC ist. Mit dem könnt ihr reden, um die Verbände und alles zu bekommen. Dann gehe ich nämlich einfach hier runter. Zack, zack, zack. Da unten hin, hol mir hier entspannt meine Angel. Habt ihr gesehen, habe ich schon gemacht. Und hier unten sind immer Schwärme, weil ihr wisst ja, aus den Schwärmen bekommt man zu, sage ich jetzt mal, 80% immer einen Fisch raus. Aber das Ganze geht natürlich auch, wenn ihr einfach im offenen Meer angelt. Ihr seht gerade, die Zone ist auch noch passend. Also eigentlich ganz easy. Ich gehe jetzt mal hier erstmal zum Schwarm. Zack. Und dann müsste jetzt eigentlich Fisch Nummer 1 kommen. Eigentlich geht es schneller. Natürlich, der erste Versuch, erstmal kein Fisch. Und denkt dran, gerne natürlich ein Like da lassen auf das Video. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo da lassen. Zack, damit Fisch Nummer 1. Ich gucke jetzt nochmal gerade, ob man immer noch so viele kleine Fische bekommt. Eigentlich sollte das wie früher sein. Na, einmal Waffe, einmal Holz. Und dritte, na, Stein. Also früher muss ich sagen, hat man beim normalen Angeln im offenen Meer oder offenen Gewässer oder im See oder im Fluss wirklich deutlich mehr kleine Fische bekommen. Aber, ah, da ist schon mal einer. Aber ihr wisst ja, früher war auch das Problem, die Leute haben sich einfach mit Fischen hochgeheilt und sind gar nicht mehr innerhalb der Zone gewesen. Aber ihr seht schon, wir haben jetzt zwei Fische. Ja, da ist der dritte. Zack, das Ganze geht dann hoch bis 50. Danach, denke ich mal, geht die ganze Geschichte bis 500 hoch. Aber ich denke mal, in Gruppenkeile wird das easy gehen, wenn ihr dann noch die anderen Aufgaben dabei macht. Holt euch halt, wenn ihr eine findet, immer eine Harpune. Damit könnt ihr die ganzen Schwärme sowieso immer abfarmen. Und ich denke mal, das sollte eigentlich reichen als Hilfe. So werde ich halt das Ganze machen. Haltet halt einfach wirklich die Augen auf einer Harpune. Holt euch dann immer die Angelstellen mit. Und so habt ihr die Aufgabe, denke ich mal, am schnellsten erledigt. So, in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß mit der Aufgabe und haut rein.